So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das ist nun das erste Multipack der brandneuen und aktuellen LEGO Jurassic World Serie 2. Cool, auch wieder 5 Booster. Eine limitierte Karte für 5 Euro. Also Blister und Multipacks, die Preise sind gleich geblieben. Aber mega cool. Also, das ist das Multipack mit die LE16. Also, wenn ihr die limitierte Karte haben wollt, die Nummer 16, müsst ihr euch leider ein Multipack holen. Und das Ganze packen wir jetzt aus. Und hoffentlich kann ich euch ein paar Kartenmotive zeigen, die ihr noch nicht kennt. Aber sie sind ja ganz neu und aktuell. Das kann auch bedeuten, dass ihr so viele noch nicht kennt. Tesafilm, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Jetzt das Wichtigste, ist die auch mit Tesafilm? Nein. Das ist sie nun. Die LE16. Natürlich sofort die Sammelmappe her. Hinten anfangen. 1, 2. Das ist die 11, 12, 13, 14, 15, 16 kommt hier unten hin. Bei mir. Bei euch sieht es vielleicht anders aus. Oh, die Seite. Ja. 16 eingetütet. Passt. So, jetzt kommen wir zu den 5 brandneuen und aktuellen LEGO Jurassic World Booster. Also, ich hoffe, dass ich euch jetzt ein paar coole Kartenmotive zeigen kann. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet. Sammelt ihr sie? Weil ja, der eine sammelt Fußball, der eine sammelt das. Es geht alles ins Geld. Wir wollen ehrlich sein. Und wir wissen auch, wenn man so eine Mappe voll haben möchte, dann geht sie schon etwas ins Geld. Weil immer die Magazine kaufen, wegen den limitierten Karten und, und. Also, schreibt es ehrlich in die Kommentare. Ich sammle sie. Wie voll habt ihr schon eure Sammelmappe, auch wenn sie gerade angefangen ist? Diese doppelten Ultras, finde ich mega cool, die Motive teilweise. Ist so. Und ja, ich sage jetzt, oh, da ist wieder so eine, die finde ich mega cool, die Karten. So, ich sage ja auch die ganze Zeit immer, ich versuche was von LEGO Jurassic World Serie 2 unter das Video zu verlinken. Mache ich auch hier, wenn ich einen fairen Preis finde. Ich habe bis jetzt was gefunden, da will man aber für so ein Multipack 9 Euro haben. Und das sehe ich nicht ein, das Doppelte, euch das einen Link drunter zu packen. Also dann mache ich lieber gar nichts oder ich mache irgendwie Spielzeug darunter. Also, wenn ich von die neue Serie nichts unter dem Video verlinke, dann ist es entweder noch nicht da oder es ist zu teuer. Ganz ehrlich. Dann mache ich lieber was von Spielzeug, von LEGO Jurassic World. Da gibt es ja auch so viele coole Sachen, besonders von LEGO. Also irgendwas werde ich immer drunter packen, was zu dem Thema passt. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt natürlich weiter mit den neuen Boosterkarten. Also Comic-Style ist immer richtig cool bei mir. Das ist wieder Kartenmotiv. Naja, möchte ich nicht zu äußern. So, das 2 fühlt sich so dick an. Haben wir hier. Ja. Und hier ist wieder so eine. Oh, was hatten wir denn da gerade? Das ist die 100 und das die. Nee, passen doch nicht zusammen. Hätte ja sein können. Vierte und vorletzte Booster-Tütchen. Der ist witzig, der wird aber angebrüllt. Mega. Und das 5. und letzte Booster-Tütchen aus meinem ersten Multipack. Werden natürlich noch einige folgen.
genau wie Blister. Normale Tütchen. Also, das waren jetzt mal wieder die brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Serie. Wie gesagt, ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Sammelt ihr sie selber? Ich versuche irgendwas unter ein Video von dieser Serie und das Video zu verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall. Wenn es natürlich zu teuer ist, verlinke ich euch das nicht. Verlinke ich euch irgendwas, weiß ich nicht, Lego, Playmobil, Lego. Passt dazu. Ihr wisst Bescheid. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare bitte. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.